Wir haben keine Zeit hier für lange Diskussionen. Herzlich willkommen zurück zu unserer Vorlesung Schuldrecht Römisch I, Vertragsschuldverhältnisse. Wir befinden uns immer noch im Kapitel Untergang der Leistungspflichten. Das haben wir am Montag angefangen. Das heißt, wir sind jetzt bei der zweiten Vorlesung aus diesem Teil. Und wir haben heute das Thema Aufrechnung. Aufrechnung ist ein wichtiges Thema, da müssen Sie genau aufpassen. Wir werden da auch einen Fall zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, noch ein Rückblick auf gestern. Das ist nicht so lange her. Da gucken wir mal, ob Sie das noch in Erinnerung haben, was denn gestern so gelaufen ist in dieser Vorlesung. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Oh, oh, oh. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Der Schuldner hat seine Pflicht erfüllt, wenn er die notwendige Handlung vorgenommen hat. Warum stimmt das nicht? Ja? Ja, das auch. Also natürlich, bei einer Rücksichtnahmepflicht geht es meistens um ein Unterlassen. Das heißt, die Rücksichtnahmepflichten würden nicht erlöschen. Aber warum stimmt diese Aussage noch nicht? Ja? Ja. Die Handlung alleine reicht nicht. Es muss auch der Erfolg eingetreten sein. Das heißt, zum Beispiel für 433 muss der Käufer Eigentümer und Besitzer geworden sein. Es reicht nicht, dass der Verkäufer kommt und sagt, hier, willst du das nicht haben? Wenn er sagt nein, dann kann er noch so sehr tun, was er will. Er kann ihm kein Eigentum verschaffen, ohne dass der andere zustimmt. Dann tritt der Erfolg nicht ein. Es muss der Erfolg eintreten. Es ist ein bisschen wie im Strafrecht. Wenn Sie einen umbringen wollen und er lebt hinterher noch, dann können Sie nicht wegen vollendeten Totschlags bestraft werden, sondern nur wegen Versuch. Und genauso hier, der Versuch reicht im Zivilrecht nicht. Es muss auch der Erfolg eingetreten sein. Ja? Zweite Aussage. Man kann eine Leistungspflicht gegenüber einem Fünfjährigen erfüllen. Warum ist das problematisch? Ja, denken Sie sich. Weil er geschäftsunfähig ist. Jetzt, warum spielt die Geschäftsfähigkeit hier möglicherweise eine Rolle? Jetzt sagen Sie, gucken wir mal ins Gesetz rein, wenn wir mal in 104 und 105 Absatz 1 reingucken, was die Rechtsfolge, wenn jemand geschäftsunfähig ist? Ja. Ja. Er kann keine Willenserklärung abgeben, ist das alles? Gucken wir mal genau in den 105 Absatz 1 rein. Jede Willenserklärung ist nichtig. Brauchen wir eine Willenserklärung, wenn ich etwas annehmen muss als Erfüllung? Eine Willenserklärung des Annehmenden, nicht des Leistenden. Kommt es da auf 105 Absatz 1 BGB an? Das kommt darauf an, welcher Meinung man folgt. Welche Meinung sagt denn, dass wir für eine Willenserklärung des Annehmenden brauchen? Das ist nur eine von den dreien.
So ist es. Die Vertragstheorie sagt, wir brauchen auch eine Willenserklärung des Minderjährigen, der es annimmt. Wir brauchen also nicht nur eine Willenserklärung des Leistenden, sondern auch eine Willenserklärung des Annehmenden. Gut. Jetzt wissen Sie, es gibt auch noch zwei andere Theorien. Geht nach den beiden anderen Theorien es völlig unproblematisch, dass ein Minderjähriger eine Leistung annimmt und dadurch ihr Vertrag erfüllt wird. Da hilft uns der 105 ja nichts. Ja. Genauso ist es. Nach der herrschenden Meinung, sogenannte reale Leistungsbewirkung, reicht es allein, dass tatsächlich erfüllt wird. Da brauchen wir also keinen Vertrag. Die andere Theorie, wie heißt die dritte Theorie? Ja. Ja. So ist es. Also nach 131 BGB kann ich gegenüber einem Geschäftsunfähigen auch keine Willenserklärung abgeben. Es gibt keinen Zugang gegenüber einem Geschäftsunfähigen. Ich muss die Willenserklärung dann gegenüber seinen gesetzlichen Vertretern abgeben. Das heißt, auch nach der finalen Leistungsbewirkung muss ich irgendwie die Eltern einschalten. Und damit bleibt nur auch die dritte Theorie, die herrschende Meinung, die sagt, reale Leistungsbewirkung, es kommt also nur auf tatsächlich an, auf die Realität, kann ich denn dann zumindest gegenüber einem Minderjährigen erfüllen? Kann ich nach der herrschenden Meinung einem Fünfjährigen Geld in die Hand drücken, Hunde in die Hand drücken, die ich ihm verkauft habe? Geht das? Was ist das Problem, wenn das gehen würde? Stellen Sie sich vor, Mama und Papa entschließen sich, für ihr Kind einen Hund anzuschaffen. Und dieser Hund heißt Wauzi. Und Sie haben im Namen des Kindes einen Vertrag mit dem Verkäufer geschlossen und haben gesagt, hier, unser fünfjähriger Max kriegt einen Hund namens Wauzi und haben auch schon 500 Euro gezahlt. Und der Hundezüchter sagt, ja, den Hund können Sie dann in 3 Wochen abholen. Er soll schon Ihrer sein, aber ich verwahre ihn jetzt 3 Wochen lang für Sie auf. Und nach 3 Wochen kommt der fünfjährige Max stolz zum Hundezüchter und sagt, ich will den Hund haben. Und dann sagt der Hundezüchter, bitte sehr, da hast du den Hund. Und jetzt nimmt Max den Hund und auf dem Weg nach Hause zieht der Hund weg und der Hund kommt nie zu Hause an, sondern verschwindet und wird zu einem Streuner und frisst nur noch Müll und es geht ihm schlecht. Warum ist das so? Weil Fünfjährige üblicherweise noch nicht die Verantwortungsfähigkeit haben, auf einen Hund alleine aufzupassen und man deshalb normalerweise einem Fünfjährigen auch nicht alleine einen Hund in die Hand drückt und sagt, viel Spaß damit. Deshalb sagt die herrschende Meinung, Kinder sind grundsätzlich zwar gläubiger, aber sie sind nicht empfangszuständig. Empfangszuständig soll sowas bedeuten wie, ich bin nicht der richtige Empfänger innerhalb meines Rechtskreises. Dahinter steht die Überlegung, das Kind ist zwar hinterher sozusagen derjenige, der den Hund kriegen, dass er den Hund kriegen soll, aber es soll nicht allein den Hund annehmen dürfen, weil es nicht verantwortungsfähig genug ist. Dasselbe gilt auch, wenn das Kind zum Beispiel ein Fahrrad kriegen soll oder das Kind soll eine Vase kriegen, dann soll nicht gegenüber dem Kind die Sache übergeben werden, sondern immer gegenüber den Eltern. Ja, weil wir sagen, das Kind ist nicht verantwortungsfähig genug. Das können Sie nicht aus 105 herleiten und auch nicht aus 131, weil wir keine Willenserklärung haben, aber aus der allgemeinen Idee, Kinder sind verantwortungslos. Die herrschende Meinung sagt aber, dieses Ergebnis gilt nicht uneingeschränkt. Die Eltern können darauf verzichten und können sagen, ausnahmsweise soll man auch gegenüber dem Kind erfüllen dürfen. Praktisch häufiger Fall ist Babysitter. Wenn ich jemanden zum Babysitten schicke,
soll das Kind, was babysitten darf, auch das Geld dafür entgegennehmen dürfen. Das soll nicht erst an die Mutter gehen. Praktisch anderer Fall, den ich gestern erklärt habe, ist, wenn ich dem Kind Geld gebe, damit es sich was zu essen oder zu trinken holt, soll es auch die Gegenleistung bekommen dürfen, denn sonst ist dieser Vertrag relativ wertlos. Es macht keinen Sinn, dass ich dem Kind 5 Euro gebe, um sich in der Mittagspause irgendwas Leckeres zu holen und dann das Kind dafür nichts kriegt, sondern erst ich, wenn ich abends mein Kind abholen komme. Also merken Sie sich, nach der Vertragstheorie kann das Kind schon gar keine Annahmeerklärung abgeben. Das heißt, nach 105 unmittelbar ist das Kind zur Erfüllung nicht in der Lage. Nach der Theorie der finalen Leistungsbewirkung muss das Kind die Willenserklärung des Leistenden annehmen. Das kann es nicht, weil der Zugang nach 131 BGB ausgeschlossen ist. Und nach der herrschenden Meinung der realen Leistungsbewirkung sagen wir, das Kind ist nicht der richtige Empfänger, es ist nicht empfangszuständig, sondern ich muss das Geld oder die andere Leistung an die Eltern geben, sofern nicht aus den Umständen oder ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Ja? Also eine Erklärung, das andere Zugang und die dritten irgendwie Zuständigkeit. Ja, damit sind wir auch schon bei dieser Aussage. Die Erfüllung ist nach herrschender Meinung ein dritter Vertrag. Das ist nicht der Fall. Die Erfüllung ist nach herrschender Meinung ein reiner Realakt. Wenn Sie also einen Arbeitsvertrag schließen und arbeiten gehen, müssen Sie nicht jedes Mal sagen, ich bin hier, um zu arbeiten. Es reicht, wenn Sie einfach arbeiten. Wenn Sie etwas kaufen, müssen Sie nicht sagen, ich gebe dir das Geld jetzt, um den Kaufvertrag zu erfüllen. Es reicht, wenn Sie ihm das Geld geben als Käufer. Reiner Realakt. Es reicht, wenn der Erfolg eintritt. Letzter Punkt. Mit der Erfüllung erlischt die betreffende Leistungspflicht. Ja, wo steht das? Ja. 362 Absatz 1. Da steht, das Schuldverhältnis erlischt. Gemeint ist aber, die Leistungspflicht erlischt. Das heißt, wir müssen Schuldverhältnis durch Leistungspflicht ersetzen. Gut, gucken wir weiter. Wir haben auch noch über ein paar andere Paragraphen gesprochen, insbesondere über die, die danach kommen, nach 362. Ja, man kann den Inhalt von Leistungspflichten nachträglich auch durch konkludenten Vertrag ändern. Aus welcher Regelung können wir entnehmen, dass wir Leistungspflichten grundsätzlich durch Verträge ändern können? 311 Absatz 1. Und warum geht das auch durch konkludente Erklärung? Ganz einfach, weil immer dann, wenn wir es ausdrücklich können, können wir das auch durch konkludente Erklärung. Das ist ganz normal im BGB-AT auch so. Das heißt, Sie können jederzeit sagen, ich möchte, dass du heute zahlst statt morgen. Oder wenn Sie es annehmen, haben Sie konkludent das dann auch erklärt, dass auch heute okay war. Zweite Aussage. Leistet der Schuldner etwas anderes als geschuldet und nimmt der Gläubiger dies an Erfüllung statt an, haftet der Schuldner wie ein Verkäufer für Sach- oder Rechtsmängel. In welcher Regelung steht genau das drin? Ja? 365 BGB.
Und wir haben gesehen, wir müssen diese Regelung teleologisch reduzieren. Und zwar für welchen Fall müssen wir 365 teleologisch reduzieren? Ja? Ja, für die Schenkung. Warum müssen wir 365 für die Schenkung teleologisch reduzieren? Ja? Also der Gesetzgeber hat den Schenker ausdrücklich privilegiert und hat gesagt, der Schenker haftet nur, wenn er arglistig handelt. Im Kaufrecht würde er aber verschuldensunabhängig sogar auf Nachbesserung oder Nachlieferung haften. Das heißt, er würde deutlich schlechter gestellt. Es kann aber aus Sicht des Gläubigers keine Rolle spielen, ob er Gegenstand A oder B geschenkt kriegt. Deshalb ist der Gläubiger, der Beschenkte, nicht schutzwürdig. Also dürfen wir diese Regelung auf die Schenkung nicht anwenden. Das gilt entsprechend dann auch bei der Leihe, wo ebenfalls der Verleiher geschützt ist, und bei der unentgeltlichen Verwahrung. Immer dann, wenn jemand was macht und da kein Entgelt für kriegt und es kein Auftrag ist, kann es nicht sein, dass er schlechter steht, als wenn er das getan hätte, was er tun sollte. Beim Auftrag haben wir keine Privilegierung, deshalb nicht. Ja, bei Zahlung an der Supermarktkasse mit bloßer Unterschrift liegt eine Annahme an Erfüllung statt vor. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt zwei Verfahren an der Kasse, nämlich einmal das mit der PIN-Nummer und einmal das mit der Unterschrift. Und warum gibt es da einen Unterschied aus Sicht des Supermarkts? Warum lassen Sie sich nicht immer mit PIN-Nummer machen? Genau so ist es. Ja. Ja. Also, wenn Sie die PIN-Nummer eingeben, wird in der Sekunde eine digitale Verbindung zur Bank aufgebaut. Die Bank guckt, ob Sie genug auf Ihrem Konto haben, und überweist direkt das Geld von Ihrem Konto auf das Konto des Verkäufers. Das heißt, in dem Moment, wo Sie mit Karte und PIN-Nummer bezahlen, ist das Geld sofort weg und der hat seine Leistung bekommen. Der will also nicht mehr von Ihnen, der hat schon alles gekriegt, was er jemals zu kriegen hat. Bei dem Verfahren mit der Unterschrift haben Sie im Grunde nur unterschrieben, bitte, liebe Bank, zahle doch an den Verkäufer so und so viel Euro. Der Verkäufer hat also noch kein Geld gekriegt, er hat nur ein Versprechen von Ihnen gekriegt, meine Bank wird dir aufgrund meiner Unterschrift Geld zahlen. Nun kann es passieren, dass die Bank das nicht tut, und zwar weil ihr Konto leer ist zwischenzeitlich. Dann wird die Bank ihr Versprechen nicht erfüllen und dann haben Sie ein praktisches Problem, dann sagt der Verkäufer nämlich, ich habe kein Geld bekommen. Und dann darf er natürlich selbstverständlich zu Ihnen kommen und weiterhin von Ihnen Zahlung verlangen. Das heißt, es ist keine Annahme an Erfüllung statt, weil die Annahme an Erfüllung statt führt dazu, dass in dem Moment, wo er es annimmt, er nichts mehr von Ihnen verlangen kann. Er hat sozusagen stattdessen, dass er Geld von Ihnen kriegt, hat er den Anspruch gegen die Bank angenommen. Das wird er aber nicht tun, weil er nicht dumm ist. Er wird sagen, ich verlasse mich darauf, wenn kein Geld da ist, dann komme ich zu dir persönlich und hole mir das Geld direkt bei dir. Und das darf er auch. Das heißt, hier haben wir einen Fall, keine Leistungserfüllung statt, weil er eben nicht das Ganze als Ersatz annimmt, sondern nur als, wie soll man sagen, Angebot, falls es klappt, Glück gehabt, wenn es nicht klappt, komme ich wieder zu dir. Das nennt man erfüllungshalber. Solange es klappt, bin ich frei, wenn es nicht klappt, muss ich halt doch noch zahlen. Letzter Punkt,
Die Inzahlungnahme eines gebrauchten Pkw in Anrechnung auf den Kauf eines neuen Autos ist in der Regel ein Fall von 364 Absatz 1 BGB. Wie nennt man diese Konstellation mit der Inzahlungnahme eines Pkw in Anrechnung auf den Kaufpreis? Inzahlungnahme oder, wie haben wir das genannt, eine Ersetzungsbefugnis. Wovon haben wir die Ersetzungsbefugnis abgegrenzt letzte Woche? Von der Wahlschuld. Und wo ist der Unterschied zwischen der Wahlschuld und der Ersetzungsbefugnis? Gibt es da einen Unterschied? Bei der Ersetzungsschuld hat man nur eine Leistung, kann sich durch etwas anderes ersetzen. Und bei der Wahlschuld bekommt man am Anfang zwei oder mehrere Leistungen und werden sie kompensiert, wird sie wirklich auf eine Leistung zurückuntergebrochen. Ja, also in der Tat, ich gebe Ihnen jetzt mal ein einfaches Beispiel, damit das deutlich wird. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Opa und der Opa hat zwei Milchkühe. Und die Milchkühe heißen Wilma und Erna. Und ihr Opa sagt, du kommst mit den Kühen immer so gut zurecht und du sollst eine der beiden Kühe kriegen. Welche überlege ich mir noch? Ja? Aber es steht fest, sie kriegen eine der beiden Kühe und sie zahlen dafür auch schon 100 Euro. Das habe ich gelernt bei der Law-Klinik, so viel zahlt man für eine Kuh. Also sie zahlen 100 Euro und ihr Opa sagt, dafür kriegst du eine der beiden Kühe, ich überlege mir noch welche. Und jetzt steht der Opa im Stall, guckt sich die Kühe an und sagt, ja, die ist hübsch und die ist nett. Und auf einmal kommt ein Blitz und die eine Kuh wird frittiert. Was ist die Rechtsfolge in diesem Fall? Was passiert? Ja, er muss ihnen die andere Kuh geben. Das heißt, wenn Wilma frittiert ist, kriegen sie Kuh Erna. Ja? Er kann nicht sagen, sie kriegen nichts. Sie kriegen auf jeden Fall dann die andere Kuh. Jetzt zu dem Fall mit der Ersetzungsbefugnis. Wenn ihr Opa gesagt hat, du und Erna, ihr kommt so gut miteinander klar. Du kriegst auf jeden Fall die Kuh Erna, außer ich stelle fest, dass die gerade schwanger ist und ein Kalbchen kriegt, dann kriegst du die Kuh Wilma. Wenn jetzt in diesem Fall die eine Kuh vom Blitz getroffen wird, nämlich die Kuh Erna, die sie kriegen sollen, dann kriegen sie gar nichts, weil die Bedingung, dass die Kuh schwanger ist, ist nicht eingetreten und er hat gesagt, ich schulde dir nur die eine Kuh. Das heißt, er hätte sie ersetzen dürfen, er muss sie aber nicht ersetzen. Das heißt, bei der Ersetzungsbefugnis kriegen Sie gar nichts, wenn die Hauptschuld weg ist. Bei der Wahlschuld kriegen Sie immer das jeweils Übrigbleibende. Und was der Unterschied ist, hängt davon ab, wie Sie es auslegen. Sie müssen also gucken, hat er eine Wahlschuld erklärt? Hat er gesagt, ich lasse es komplett offen? Oder hat er gesagt, das ist die Hauptroute, ich behalte mir aber vor, nochmal mich anders zu entscheiden? Wenn er sich nur vorbehält, sich nochmal anders zu entscheiden, ist es eine Ersetzungsbefugnis. Wenn er es komplett offen gelassen hat, ist es eine Wahlschuld. Ja, warum hat diese Ersetzungsbefugnis jetzt was mit 364 Absatz 1 BGB zu tun? Wo ist da der Zusammenhang? Ja. 64 Absatz 1 sagt er, wenn der was anderes annimmt, dann ist das Schuldverhältnis, heißt das auf das Auto übertragen, wenn er das Auto annimmt oder die Kuh annimmt, kann er nicht noch was anderes dafür jetzt verlangen. Also beim Auto kann er jetzt nicht noch irgendwie den vollen Preis verlangen. So ist es. Also, das heißt, beim Auto nimmt er statt Bargeld einen Gebrauchtwagen an. Und er darf dann für diesen Gebrauchtwagen kein Geld mehr verlangen, er muss also den Wert des Gebrauchtwagens auf den Kaufpreis anrechnen.
Bei der Ersetzungsbefugnis ist die entscheidende Pointe, dass man schon bei Abschluss des Vertrages vereinbart, dass er es annehmen muss. Das heißt, wenn es ihm angeboten wird, muss er den Gebrauchtwagen annehmen. Er kann nicht sagen, ich will doch alles in bar. Bei der normalen 364.1-Konstellation kommt der Schuldner überrascht und sagt, ich habe gerade kein Geld, aber ich habe für dich hier eine Kuh. Willst du nicht die Kuh statt Geld haben? Und dann sagen sie ja oder nein. Hier vereinbaren sie schon bei Vertragsschluss, wenn ich mal mit meinem Gebrauchtwagen vorbeikomme, musst du den annehmen in Anrechnung auf den Kaufpreis. Wenn ich nicht mit meinem Gebrauchtwagen vorbeikomme, dann zahle ich den Kaufpreis komplett. So, das zur Wiederholung. Wir befinden uns im zweiten Teil. Gestern haben wir gemacht Erfüllung und 364. Heute machen wir die Aufrechnung und den Annahmeverzug. Und nächste Woche Montag bin ich nicht da, deshalb fällt es nächste Woche aus. Und wir machen erst nächste Woche Dienstag mit der Unmöglichkeit weiter. Das heißt aber nicht, dass Sie frei haben, denn ich habe für Sie zwei Sachen vorbereitet. Sie können im Internet, in eCampus, einen Online-Test machen, der aus 35 Fragen besteht und gucken, ob Sie alles, was wir bisher gemacht haben, verstanden haben. Und außerdem gibt es zwei kurze Videos von jeweils 10 Minuten zu dem Thema, was wir jetzt gerade gemacht haben. Das können Sie sich dann alles angucken und den Test machen und dann können Sie ganz entspannt sagen, dass Sie eh schon alles wissen, was Sie wissen wollen. So, wir fangen an mit dem, was ich gestern nicht mehr geschafft habe, mit dem Annahmeverzug. Annahmeverzug knüpft da an, was ich ganz am Anfang in der ersten Frage gesagt habe. Der Annahmeverzug knüpft an die Leistungshandlung des Schuldners an. Oder wie der Strafrechtler sagen würde, an den Versuch. Ja? Erfüllung, haben wir eben gesehen, setzt immer erst beim Erfolg an. Der Annahmeverzug führt nicht zum Untergang der Leistungspflicht und er führt insbesondere nicht zur Erfüllung. Aber wir haben den Annahmeverzug schon an mehreren Stellen gesehen. Wir haben 300 Absatz 2 gesehen im Zusammenhang mit der Geldschuld. Sie erinnern sich düster, das waren diese Fälle, wo jemand mit einem Koffer rumgelaufen ist und der Koffer wurde gestohlen. Da haben wir 300 Absatz 2 uns angeguckt, wo drin steht, die Gefahr geht über, sobald man im Annahmeverzug ist. Wir werden nächsten Dienstag noch eine weitere Regelung sehen, nämlich 326 Absatz 2 Satz 1. Und der sagt, wenn ich im Annahmeverzug bin und der andere kann nicht mehr leisten, muss ich trotzdem bezahlen. Das heißt, ich bekomme nichts mehr, muss aber trotzdem dafür zahlen. Das sagt 326 Absatz 2 Satz 1. Und die letzte Regelung ist, wenn jemand sagt, ich muss nicht leisten, bis du geleistet hast, kann er die Leistung nicht mehr verweigern in dem Moment, wo ich ihm meine angeboten habe. Das ist ja ziemlich offensichtlich, wenn der eine sagt Zug um Zug und ich sage, ja, hier hast du doch meine Leistung, er sagt, nee, die nehme ich aber nicht, dann kann er nicht sagen, ha, jetzt bin ich entschuldigt. Gut, das ist noch einfach. Sie müssen sich im Wesentlichen zwei Paragraphen merken. Der Großteil der anderen Paragraphen ist nicht so wichtig. Der erste Paragraph ist 293 BGB. Der sagt ganz einfach, der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. Das ist relativ einfach formuliert. Wenn er das, was er kriegen kann, nicht annimmt, ist er selber schuld. Die zweite wichtige Norm ist Paragraph 300. 300 bestimmt die Rechtsfolge des Ganzen und Absatz 1 sagt, er hat während des Verzugs nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Das heißt, der muss nicht mehr so vorsichtig sein wie vorher, sondern er muss nur noch grobe Fahrlässigkeit vertreten, der Schuldner. Warum? Wer es nicht annimmt, ist selber schuld. Der kann nicht damit rechnen, dass noch vorsichtig mit den Sachen, die er kriegen soll, umgegangen wird. Das ist der Sinn von 300 Absatz 1. 300 Absatz 2 haben wir schon gesehen. Sie erinnern sich, das waren diese Fälle mit dem Geldkoffer. Da steht drin,
so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt über, in welchem er die Sache nicht annimmt. Das heißt, wir behandeln ihn so, als hätte er diese Sache angenommen. Das heißt, wir haben hier eine Konkretisierung. Wenn die Sache danach zerstört wird, ist das sein Problem. Wenn die Sache beschädigt wird, ist das sein Problem. Er wird so behandelt, als hätte er die Sache angenommen. Und alles, was danach passiert, ist seine Gefahr. Das meint das Wort Gefahr. Ja, Gefahr, dass es schlechter wird, dass es verloren geht, dass es zerstört wird, gestohlen wird, was auch immer Sie sich vorstellen können. Diese Gefahr trägt der Gläubiger in dem Moment, wo er die Sache nicht annimmt. Um Ihnen das zu illustrieren, habe ich Ihnen diesen Fall hier mitgebracht. Der K. hat bei V. eine antike Kommode erworben. Es ist vereinbart, dass V. dem K. die Kommode persönlich zu dessen Wohnung transportiert. Am vereinbarten Termin hat sich K. jedoch verquatscht und ist noch bei seiner Freundin. Wutentbrannt fährt V., der extra hierfür einen Transporter gemietet hat, wieder zurück. Auf dem Rückweg wird er vom betrunkenen B., der mit überhöhter Geschwindigkeit ein Stoppschild überfahren hat, angefahren. V. trifft am Unfall keine Schuld. Beim Unfall wird die Kommode restlos zerstört. Man könnte sagen, sie explodiert. Sie haben nur noch Holzsplitter. Jetzt unsere Frage, hat V. gegen K. einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises von 500 Euro aus 433 Absatz 2 BGB? Und die Antwort darauf lautet, vielleicht, nein, die Antwort darauf lautet, V. könnte gegen K. einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises von 500 Euro aus 433 Absatz 2 BGB haben. Was müsste dafür der Fall sein? Das ist erstmal nicht schwierig am Anfang. Ja. 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 In der Tat, der Anspruch ist entstanden, indem K und V einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen haben. Nach 433 Absatz 2 muss der Käufer halt den Kaufpreis bezahlen. Gut, aber der Anspruch könnte untergegangen sein. Und jetzt die Frage, warum könnte er denn untergegangen sein, fragen Sie sich. Und die Antwort finden Sie im BGB in § 326 Absatz 1 Satz 1 BGB. Ja, gucken wir da mal rein. Was setzt dieser 326 Absatz 1 Satz 1 BGB denn voraus? Ja. Ja. Dass der Schuldner nach § 275 Absatz 1 bis 3 nicht zu leisten muss, braucht. Wer ist denn hier als Schuldner gemeint? Wen meint das Gesetz, wenn es in 326 Absatz 1 von Schuldner spricht? Es gibt ja zwei Schuldner, nämlich der Käufer schuldet den Kaufpreis, der Verkäufer schuldet Übergabe und Übereignung. Welcher Schuldner ist da gemeint? Ja, warum? Weil V. der damit zu leisten braucht, die Möglichkeit. Und deshalb entfällt sein Anspruch. Oder würde sein Anspruch. So ist es. Also gemeint muss hier der V. sein, denn die Leistung des V. ist ja diejenige, die unmöglich geworden ist. Die Kommode ist zerstört, damit kann V. nicht mehr übergeben und übereignen und damit ist die Pflicht des V. möglicherweise untergegangen nach 275 Absatz 1 BGB, wo drin steht, ist die Leistung für den Schuldner unmöglich, so muss er nicht mehr leisten. Gut. Das heißt, die Voraussetzung, dass
der Schuldner nicht leisten muss nach 275 Absatz 1, ist hier gegeben. Dann sagt 326 Absatz 1, Satz 1, was ist die Rechtsfolge? Was kommt dann daraus, wenn der Schuldner nicht leisten muss? Dann entfällt sein Anspruch in dem Fall auf die Zahlung des Kaufpreises. Ja, dann entfällt auch der Anspruch auf die Zahlung des Kaufpreises. Wenn ich nichts tun muss, muss der andere auch nichts mehr tun. Das sagt 326 Absatz 1, Satz 1 BGB. Aber damit ist der Fall natürlich nicht zu Ende, denn wenn wir einen Absatz weiter gucken, 326 Absatz 2 Satz 1, gibt es davon Ausnahmen. Nämlich, welche Ausnahmen gibt es da? Genau zwei. Ja. Also wenn der Gläubiger dann verantwortlich ist. Ja. Oder wenn das, also dadurch, also das, was im Annahmeverzug passiert, also die Unmöglichkeit der Leistung. Ja. Ja. Also die erste Variante ist, dass der Gläubiger allein oder weit überwiegend dafür verantwortlich ist. Wer ist jetzt hier mit der Gläubiger gemeint? Nur um das klarzustellen. Wer müsste allein oder weit überwiegend verantwortlich sein? Ja? Der K. Ist der K hier allein oder weit überwiegend dafür verantwortlich, dass die Kommode zerstört worden ist? Nein. Nein. Wer ist dafür verantwortlich, dass die Kommode zerstört worden ist? Ja, der betrunkene B, der mit überhöhter Geschwindigkeit ein Stoppschild überfahren hat, der ist schuld. Und der hat mit K nichts zu tun, also liegt diese Variante nicht vor. Gucken wir uns die andere Variante an. Was setzt die andere Variante voraus? Der K muss im Verzug der Annahme sein. Wie sieht das aus? Haben wir hier Gläubigerverzug? Dazu müssen wir wo gucken, ob wir Gläubigerverzug haben? Ja, in der Tat, wir gucken in 293. 293 sagt uns, Annahmeverzug liegt dann vor, wenn der Gläubiger die ihm angebotene Leistung nicht angenommen hat. Wenn wir jetzt einen Paragraphen weiter gucken von 293, kommt dann 294. Und 294 sagt uns, wie das Angebot zu erfolgen hat, nämlich, wie hat das Angebot zu erfolgen? Ja. Ja, die Leistung muss so angeboten sein, wie sie zu bewirken ist. Was soll das denn bitte schön bedeuten? Was meinen Sie, worauf bezieht sich das? Ja. Ja, es bezieht sich auf Paragraph 266, das heißt vollständig. Aber auf welche anderen Paragraphen bezieht sich das noch, die wir auch schon alle besprochen haben? Ja? So ist es. Also es bezieht sich wieder auf das, was wir auch schon bei der Erfüllung hatten, auf das Wer, Wie, Wo und Wann. Das heißt, im Rahmen von 294 prüfen Sie, war es die richtige Person, die hier angeboten hat. War es zur richtigen Zeit? War es am richtigen Ort? War es im richtigen Umfang? War es mit den richtigen Zinsen oder was auch immer? All das prüfen Sie jetzt hier unter 294. Und wenn Sie das auf diesen Fall hier anwenden, was würden Sie sagen? Hat er als richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Umfang die Leistung angeboten? Ja, es ist völlig unproblematisch, es war hier vereinbart, in der Wohnung zu einem bestimmten Termin und hat alles getan, was er tun musste, trotzdem nicht geklappt. Das heißt,
hier 294 liegt vor. Es gibt noch eine andere Variante, wie Sie es begründen könnten. Sie könnten nämlich auch sagen, hier liegt ein Fall von 296 vor. Wir müssen eine Annahmehandlung haben. Es ist ein Termin vereinbart, da war er nicht da, dann reicht das auch. Ergebnis, es liegt hier Annahmeverzug vor. Reicht uns das für unseren 326 Absatz 2 Satz 1? Zweite Variante. Gucken wir nochmal in diesen 326 Absatz 2 Satz 1, zweite Variante. Der Schuldner dürfte den Umstand nicht vertreten haben, also es müsste ihm nicht vor das Urkunde Fahrlässigkeit belastet werden. Ja, der Schuldner darf den Untergang nicht zu vertreten haben. Wo steht, was er zu vertreten hat? Ja. 276 Absatz 1, da steht drin, er hat Vorsatz oder Fahrlässigkeit vertreten, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Wo ist möglicherweise etwas anderes bestimmt? In 300 Absatz 1, wo nämlich drin steht, er hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit vertreten. Also ist die Frage, hat hier der V vorsätzlich oder grob fahrlässig den Untergang der Kommode verursacht? Und was sagen Sie dazu? Nein, hat er nicht, denn es war ausschließlich der B schuld. Das heißt, auch diese Voraussetzung liegt vor. Was ist dann die Rechtsfolge von 326 Absatz 2 Satz 1? Genau, der Anspruch auf die Gegenleistung besteht weiterhin. Also ist er nicht untergegangen, also kann er weiterhin Zahlung verlangen. Nein, können Sie nicht. Nein, können Sie nicht, weil die Gefahrtragungsregelung aus dem Kaufrecht beziehen sich hier konkret nur auf Sachmängel. Das heißt, es ist gar kein Gefahrübergang in dem Sinne relevant. Wir sind ja nicht bei 437, wir sind ja hier ausschließlich im Vorfeld der Erfüllung, im Vorfeld der Übergabe. Und da brauchen wir den 446 Satz 2 nicht. Wir können hier unmittelbar auf den 326 übergehen. Ja, ich habe Ihnen schon gesagt, das war der 294. 294 ist relativ unproblematisch, wie Sie sehen. 294 prüfen Sie dasselbe wie bei Erfüllung und Sie denken sich hinzu, dass der andere einfach angenommen hätte. Also unterstellt, der andere hätte es angenommen, wäre dann erfüllt worden, dann haben Sie 294. Es gibt in 295 eine weitere Regel. Und diese Regel sagt, es reicht, wenn ich den Gläubiger informiere, wenn ich ohnehin eine Mitwirkung brauche. Der einfachste Fall davon ist die Hohlschuld. Wenn er die Sache bei mir abholen muss, kann ich ja nicht mehr tun, als zu sagen, jetzt komm aber auch. Ich muss ja nicht vorbeibringen. Das heißt, ein vernünftiges Angebot kann ich gar nicht machen. Es gibt aber auch andere Fälle. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Schneider und kaufen sich nicht so einen billigen Anzug wie ich, sondern Sie lassen sich Ihren Anzug maßschneidern. Dann müssen Sie praktischerweise dahin kommen und dann kommt dieser Mann und wickelt Sie mit 1000 Maßbändern um. Das ist total unangenehm, kann ich Ihnen sagen, müssen Sie so stehen und so stehen. Und dann wird hier alles ausgemessen. Wenn Sie aber gar nicht hingehen zum Ausmessen des Maßanzuges, kann der Schneider Ihnen auch keinen Anzug herstellen. Das heißt, mehr als Sie aufzufordern, komm mal vorbei, damit ich die Messungen durchführen kann, kann der Schneider nicht tun. Und deshalb greift hier 295, er kann nicht zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort leisten, weil das ja von Ihnen abhängt. Sie müssen dahin kommen, um sich ausmessen zu lassen. Genauso, wenn Sie einen Termin beim Friseur haben. Beim Friseur macht es keinen Sinn, dass der versucht, Ihnen die Leistung zu erbringen. Sie sind ja nicht da. Wenn Sie nicht zum Friseur hingehen, kann der nichts für Sie tun. Sie müssen hinkommen. Einverstanden? Der Friseurfall hat aber eine weitere Besonderheit. Die wenigsten Fälle sind so, dass der Friseur Sie anruft und sagt, ich habe gerade Zeit für Sie, wollen Sie jetzt nicht Haare geschnitten haben. Stattdessen ist der Normalfall, dass Sie einen Termin vereinbart haben
Und dann sagt 296, wenn ein Termin für die Leistung vereinbart ist und eine Mitwirkungshandlung erforderlich ist, reicht es, wenn Sie den Termin verpassen. Sie hätten dann und dann da sein müssen, haben Termin verpasst, selber schuld, ab dem Moment sind Sie im Verzug der Annahme. Wenn Sie in 296 lesen, dann steht da eine weitere Gestaltung, nämlich wenn Sie einen Termin haben und anhand des Termins die Sache berechnet wird. Zum Beispiel 3 Tage nach dem Tod meiner Oma soll das und das passieren, dann ist auch da der Termin bestimmt. Wir müssen nur warten, bis die Oma tot ist. Sie sehen also, das BGB hat da eine sehr saubere Differenzierung. Variante 1, der Schuldner kann was tun, dann muss er es auch tun. Zweite Variante, der Schuldner kann nichts tun, weil er auf den Gläubiger angewiesen ist, der entweder die Sache abholen muss oder der Gläubiger muss mitwirken, indem er sich halt ausmessen lässt, indem er irgendwelche Pläne vorlegt, indem er vor Ort ist, um sich die Haare schneiden zu lassen. Dann reicht es, den Gläubiger aufzufordern, jetzt komm mal vorbei. Und davon wieder die Ausnahme, ich muss keinen auffordern, wenn es einen Termin gibt, ich muss auch keinen an Termine erinnern. Wenn Sie einen Termin haben und den Termin verpassen, sind Sie in Deutschland selber schuld. Ja? Merken Sie sich, Termine sind wichtig. Gut. 298 BGB ist eine Norm, die ganz oft in Klausuren übersehen wird. Die sagt aber eigentlich was ziemlich Offensichtliches. Die sagt nämlich, wir haben im Kaufvertrag gegen überstehende Pflichten, die im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Der Käufer muss bezahlen, der Verkäufer muss übergeben und übereignen. Ja, Sie sehen, Käufer, Verkäufer, Verkäufer, Käufer. Und 320 BGB, den wir schon mal geguckt haben, sagt, ich kann das Ganze nur Zug um Zug verlangen. Das bedeutet, der Verkäufer muss erst übergeben und übereignen, wenn der Käufer mit dem Geld dasteht. Und umgekehrt muss der Käufer erst bezahlen, wenn der Verkäufer mit der Sache dasteht. Das sagt uns 320 BGB. Und der 298 BGB sagt nun Folgendes, wenn der Verkäufer mit der Ware kommt und der Käufer ist nicht bereit, ihm Geld dafür zu geben, dann darf der Verkäufer wieder zurückfahren und muss nicht übergeben und übereignen. Und in dem Moment, wo der Käufer nicht bereit ist zu zahlen, gerät er in Annahmeverzug. Das heißt, er wird so behandelt, als hätte er angenommen. Sie haben das gesehen, 300 Absatz 1, 300 Absatz 2. Die Folge trifft ihn in dem Moment, wo er nicht bereit ist zu zahlen. Weil er hätte zahlen müssen, Zug um Zug. Dasselbe ist auch umgekehrt, wenn der Käufer mit dem Geld kommt, in bar, und der Verkäufer sagt, hier ist deine Sache, dann trägt der Verkäufer das Risiko, wenn er die Sache nicht übergeben und übereignen will, dass der Käufer auf dem Nachhauseweg überfallen wird und danach die Sache kriegt, ohne dass der Verkäufer Geld bekommt. Ich muss also immer auch meine Gegenleistung bereithalten, sonst gerate ich in Gläubigerverzug. Weniger spannend sind 297 und 299. 297 sagt, der Annahmeverzug ist ausgeschlossen, wenn der Schuldner gar nicht leisten kann. Ja? Es kann ja sein, der Friseur ruft Sie an und sagt, ich habe jetzt gerade Zeit für Sie und dann kommen Sie dahin und hat er doch jemand anderen da. Dann sagt 297, wenn ein anderer Kunde da ist, geraten Sie nicht in Annahmeverzug, weil er könnte ja ohnehin nicht leisten. Das heißt, wenn er Sie nur belügt, dann kann er dadurch keinen Vorteil erlangen, nur weil Sie nicht gekommen sind. 299 BGB sagt, es kann sein, dass auf einmal bei Ihnen der Lieferant vor der Tür steht. Sagen wir mit Ihrem großen Klavier, was Sie bestellt haben. Und Sie sind zufällig nicht da, weil Sie in der Uni im Hörsaal sitzen. Dann sagt 299, kommen Sie nur dann in Annahmeverzug, wenn
Sie vereinbart haben, dass er genau an dem Tag zu der Zeit kommt. Sie müssen nicht 24 Stunden, 7 Tage bereitstehen, um zu warten, ob ein Klavier kommt. Das erwartet keiner von Ihnen. Man muss Sie entweder vorher informieren oder man muss einen Termin bestimmen. Ansonsten, wenn jemand einfach so vorbeikommt, kann er nicht erwarten, Sie anzutreffen. Das regelt 299. Sagen Sie, ist das selbstverständlich? Entscheidend ist, dass Sie das im Gesetz finden können. Alles andere, was Sie da finden in den Regeln zum Annahmeverzug, ist völlig klausurirrelevant. Ich sage es jetzt nur, falls Sie irgendwann mal in Ihrem Leben auf diese Normen stoßen werden. 301 sagt, wenn Sie Zinsen zahlen mussten, zum Beispiel weil Sie im Verzug waren, dann entfällt die Verzinsungspflicht. Ja, Sie müssen keine Zinsen mehr zahlen, wenn der andere Ihr Geld nicht haben will. 302 sagt, wenn Sie verpflichtet sind, Nutzungen herauszugeben, zum Beispiel im Rücktrittsrecht, was wir noch machen werden, dann entfällt diese Pflicht in dem Moment, wo der die Sache nicht zurückhaben will. Dann, wenn Sie ein Grundstück verkauft haben, dann müssen Sie grundsätzlich dieses Grundstück vor Vandalen und Hausbesetzern schützen. Aber wenn der nicht Ihr Grundstück haben will, dann können Sie auch einfach rausgehen und sagen, dann guck doch, was du willst, nicht mein Problem. Sie müssen es nicht mehr übergeben. Wenn er es nicht annimmt, lassen Sie es einfach frei stehen. Und 304, den haben wir uns am Anfang schon mal in der allerersten Vorlesung angesehen. 304 sagt uns, Lagerkosten, wenn Sie die Sache haben, es ist ein Tiger, dann müssen Sie diesen Tiger vielleicht in den Käfig sperren und füttern. Und das Geld, was Sie dafür ausgeben, das kriegen Sie ersetzt. Das sind die Folgen des Annahmeverzuges. Nochmal, der führt nicht zum Untergang der Leistungspflicht, aber er führt zum Übergang der Leistungsgefahr. Das heißt zu der Gefahr, dass man bezahlen muss, obwohl man nichts kriegt, oder dass der Verkäufer keine Ersatzsache mehr beschaffen muss. Das war nicht schwierig. Jetzt kommen wir zur Aufrechnung. Bevor wir die Aufrechnung machen, muss ich Ihnen so ein paar Grundlagen erklären. Und zwar stellen Sie sich folgende Konstellation vor, die ich hier in diesem tollen Bild dargestellt habe. Es gibt den A. Und der A schuldet dem B Übergabe einer Sache aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB. Das Besondere unseres Falles ist allerdings, dass B diese Sache vorher gemietet hat und die Sache erstmal an A zurückgeben muss, damit A ihm die Sache übergeben kann. Stellen Sie also folgenden Fall vor. Der A hat ein Auto, hat es an B vermietet und B gefällt das Auto so gut, dass B das Auto kaufen will. Dann schließen Sie einen Kaufvertrag. Und dann sagt 433 Absatz 1 Satz 1 BGB, muss er die Sache übergeben. Das kann er aber nicht, weil die Sache ja ohnehin schon bei B ist. Und wenn man das BGB ganz naiv so im ersten Semester anwendet, muss man sagen, der B gibt dem A das Auto raus, weil der Mietvertrag beendet ist. Und dann geht der A hin und gibt dem B wieder das Auto, damit der B Besitzer wird. Das ist natürlich völliger Quatsch. Stellen Sie sich im schlimmsten Fall vor, der A müsste den B vor Gericht verklagen und dann verklagt der B den A vor Gericht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und weil das keinen Sinn macht, sagt man, ist das ein Verstoß gegen Treu und Glauben. Es ist objektiv treuwidrig, wenn der eine was verlangt, was er direkt wieder herausgeben muss. Und das Ganze hat dann die tolle lateinische Bezeichnung dolo agit qui petit quod statim reditoris est, oder wie man in den Klausuren immer liest, die dolo agit Einrede. Das heißt, wenn jemand was von Ihnen verlangt, was er sofort wieder Ihnen zurückgeben müsste, können Sie sagen, kriegst du nicht, behalte ich direkt. Ja? Das folgt aus 242. Das Ziel dieser ganzen Aktion ist, man will unnötiges Hin- und Herschleppen von Sachen verhindern, man will unnötigen Zeitaufwand vermeiden.
Die zweite Regelung, die Sie auch kennen müssen, ist 273. Der sagt, wenn Sie jemandem etwas schulden, der Ihnen auch etwas schuldet, und das ist irgendwie im gleichen Lebenssachverhalt, sehr weit gefasst, dann sagen Sie, ich gebe dir was, wenn du es mir erst gibst. Wir tauschen aus. Ich muss nicht zuerst leisten, du musst nicht zuerst leisten. Das heißt, das, was wir gesehen haben bei Kaufpreis und Kaufsache, haben wir hier entsprechend. Sie müssen erst dann eine Sache übergeben, wenn der Ihnen Geld zahlt. Das steht immer im Verhältnis, erst dann, wenn du machst, mache ich was. Das sagt 273. Wenn es jetzt keine Möglichkeit zur Aufrechnung im BGB gäbe, würde man ganz oft eine Pattsituation haben. A schuldet B 100 Euro, B schuldet A 100 Euro. Dann müsste zuerst mal der einen den anderen verklagen, dann wird er 100 Euro kriegen und dann müssen die 100 Euro wieder zurückgezahlt werden. Das ist völlig unwirtschaftlich. Deshalb hat das BGB in 389 eine Regel geschaffen, die sagt, wenn zwei Leute sich etwas schulden und diese Sachen sind gleichartig, dann wird so getan, als würde nur die Differenz geschuldet. Es wird automatisch verrechnet, sobald auch nur einer von den beiden sagt, ich bestehe auf Verrechnung. Das Ganze hat zwei bemerkenswerte Punkte, die ich Ihnen hier markiert habe. Der bemerkenswerte Punkt ist zum einen, dass da steht, gelten als in dem Zeitpunkt erloschen, in welchem Sie zur Aufrechnung geeignet gegenübergetreten sind. Das heißt, wir haben hier genauso wie bei der Anfechtung eine Rückwirkung. Das wirkt zurück auf den ersten Zeitpunkt, in dem man hätte aufrechnen können. Es wird also getan, als hätte die Aufrechnung schon da erklärt, wo ich erstmalig hätte darüber reden dürfen. Rückwirkend. Das zweite ist, dass die Aufrechnung wunderbar genau im Gesetz geregelt ist. Alle Voraussetzungen stehen im Gesetz, nämlich in 387. Das ist ein bisschen wie bei Notwehr. Eine Notwehrlage liegt vor, wenn bestimmte Umstände vorliegen. Daraus ergibt sich dieses total lange Prüfungsschema. Das ist aber nicht so, dass Sie es auswendig lernen müssen. Das können Sie aus dem Gesetz entnehmen. Wir brauchen zunächst mal eine sogenannte Aufrechnungslage. Das heißt, wir brauchen zwei Forderungen. Der Schuldner der einen Forderung ist Gläubiger der anderen Forderung. Der Gläubiger der anderen Forderung ist Schuldner der einen Forderung. Ja, genau spiegelbildlich. Zweitens müssen die Forderungen gleichartig sein. Gleichartig bedeutet zum Beispiel, wenn Sie Ihrem Nachbarn 2 Kilo Mehl schulden und Ihr Nachbar schuldet Ihnen 1 Kilo Mehl, dann schulden Sie sich gegenseitig Mehl und Mehl ist das Gleiche. Also kann man sagen, muss nur noch 1 Kilo Mehl geleistet werden, weil 2 minus 1 ist 1. Ja? Wenn Sie Ihrem Nachbarn 8 Flaschen Cola schulden und er schuldet Ihnen 3 Flaschen Cola, dann schulden Sie nur noch 5, weil 8 minus 3 macht 5. Das sagt uns gleichartig. Die meisten Fälle der Gleichartigkeit sind aber nicht Colaflaschen oder Mehl, sondern Geld, weil Geld das Typische ist, dass Leute sich schulden. Leute schulden sich relativ selten Mehl oder Colaflaschen. Aber es ist denkbar. Jetzt kommt das Entscheidende, Sie brauchen eine Aufrechnungserklärung. Genau wie bei der Anfechtung passiert nichts, solange nicht einer spricht. Wenn niemand was sagt, dann müssen Sie in der Tat 8 Colaflaschen liefern und dann können Sie sich 3 Flaschen aus dem Kasten wieder rausnehmen und zurückholen. Das können Sie machen. Sie sind nicht gezwungen, so aufzurechnen. Aber sobald einer sagt Aufrechnung, ist das Ganze erledigt. Und dann gibt es eine schwarze Liste, könnte man sagen, von Aufrechnungsverboten. Die finden Sie im BGB in 392, 93 und 94. Sie können aber auch die Aufrechnung durch Vertrag ausschließen. Wie gesagt, Rechtsfolge ist Erlöschen ex tunc, das heißt mit Rückwirkung. Und die Forderung wird also so behandelt, als sei sie nie entstanden.
Die große Schwierigkeit, die ich bei Klausuren immer sehe, ist, dass die Leute nicht wissen, was ist die Hauptforderung und was ist die Gegenforderung. Das ist etwas schwierig. Das wird beurteilt aus der Perspektive desjenigen, der die Aufrechnung erklärt. Derjenige, der die Aufrechnung erklärt, ist derjenige, der eine Gegenforderung hat. Das ist derjenige, der eine Hauptforderung wegkriegen will. Und dazu habe ich mir jetzt tolle Merksprüche ausgedacht, die Sie sich jetzt merken müssen. Zum Beispiel, die Hauptforderung ist diejenige, welche der Erklärende weghauen will oder um die es ihm hauptsächlich geht. Ja? Die will er weghauen, deshalb Hauptforderung. Wir können es auch umgekehrt sagen, die Gegenforderung ist die Forderung, welche der Schuldner gegen seine Inanspruchnahme geltend machen will. Die Gegenforderung ist seine gute Forderung, die für ihn gut ist. Ja, deshalb die Gegenforderung. Oder noch toller, wenn Sie es als Alliteration haben wollen, die Aufrechnung erklärt der Gläubiger der Gegenforderung. Ja? Gläubiger der Gegenforderung. Und ich wette, es macht trotzdem die Hälfte falsch. Merken Sie sich, die Hauptforderung ist die, die ich weghaben will. Die Gegenforderung ist die Forderung, die ich dafür verliere. Wenn das jetzt jemand vergisst, dann bin ich ganz enttäuscht. So, Aufrechnungslage, ich habe Ihnen schon gesagt, setzt voraus, der Schuldner der einen Forderung ist Gläubiger der anderen und der Gläubiger der anderen Forderung ist Schuldner der einen. Es gibt bestimmte Ausnahmen davon, dass man sagt, es kann auch jemand aufrechnen, der nicht Schuldner oder Gläubiger ist. Eine Ausnahme haben wir schon mal gesehen, 268 Absatz 2. Man kann aufrechnen als Dritter mit einer Forderung gegen einen Schuldner, den man befreien will. Das haben wir gesehen, das müssen Sie aber nicht wissen, weil das nicht klausurrelevant ist. Wir werden noch eine ganze Reihe Sachen sehen im Rahmen der Abtretung, denn bei Abtretung ist es so, dass Sie aufrechnen können, obwohl Ihr Gläubiger wechselt. Und wir werden noch was im Mietrecht sehen, das heißt, es gibt da einige Varianten. Eine Sache müssen Sie unbedingt wissen, 362 Absatz 2 BGB, den wir uns gestern angesehen haben, sagt, ich kann an eine Person leisten, die nicht mein Gläubiger ist, wenn der das genehmigt hat. Das gilt nicht für die Aufrechnung. Sie können also, selbst wenn der Gläubiger sagt, rechne doch mit dem auf, geht das nicht. Auch 267 geht hier nicht. Sie können nicht aufrechnen und dadurch eine Forderung zum Erlöschen bringen. Es gilt nur Ihre Forderung gegen Ihren Gläubiger. Nichts anderes. Sie können immer nur in dem Verhältnis aufrechnen. Ein Dritter hat damit nichts zu tun. Gleichartigkeit, wie gesagt, ist unproblematisch. Mehl gegen Mehl, Cola gegen Cola, Geld gegen Geld, Reis gegen Reis, Nudel gegen Nudel, alles kein Problem. Wichtig ist, Sie können aufrechnen zum Beispiel Schadensersatz in Geld gegen Kaufpreis in Geld. Warum das Geld geschuldet wird, spielt überhaupt keine Rolle. Sie können aufrechnen Darlehen gegen Kaufpreis, Sie können aufrechnen, weiß ich nicht, Miete gegen Schenkung, ist alles kein Problem. Spielt keine Rolle, warum das geschuldet wird, entscheidend ist, was rauskommt. Geld gegen Geld, warum Geld, ist egal. Und last but not least, es muss sich um den gleichen Betrag gehen. Wenn es eine Schnittmenge gibt, dann erlischt die Schnittmenge. Das heißt, anders als bei unserem 266, den wir hatten, müssen Sie hier nicht vollständig leisten, Sie können teilweise aufrechnen. Sie können aufrechnen in Höhe von 100 Euro, 5 Euro, 1 Euro. Teilaufrechnung ist völlig unproblematisch. Ja, jetzt wird etwas schwieriger. Die Gegenforderung, die der Aufrechnende gegen den Aufrechnungsgegner hat, muss fällig sein. Das heißt, er muss vom anderen die Leistung verlangen können. Sie muss einredefrei sein. Das heißt, es darf keine
was weiß ich, Stundungsabreden oder Ähnliches geben. Die Verjährung spielt aber keine Rolle, das steht ausdrücklich in § 215. Das gucken wir uns nächste Woche noch näher an. Insolvenz ist eh nicht Pflichtfachstoff, spielt aber auch keine Rolle. Und Anfechtbarkeit nach BGB AT spielt auch keine Rolle, solange keine Anfechtung erklärt ist. Allein die Möglichkeit der Anfechtung hindert die Aufrechnung nicht. Last but not least, die Hauptforderung, also die Forderung, die der weghauen will, da reicht Erfüllbarkeit, das heißt, er muss schon zahlen dürfen und Insolvenz spielt auch hier keine Rolle. Aufrechnungserklärung, ganz entspannt, heißt einfach nur, Sie müssen irgendwie zum Ausdruck bringen, dass Sie die Forderung zum Erlöschen bringen wollen. Das Wort Aufrechnung muss dabei nicht verwendet werden, genauso wie bei der Anfechtung das Wort Anfechtung nicht kommen muss. Es muss nur klar werden, dass Sie das wollen. Es gelten ganz normal die Regeln des BGB AT, das heißt, Sie müssen geschäftsfähig sein, Sie können sich vertreten lassen, es gilt Zugang, das können Sie alles hier auch bei der Aufrechnungserklärung machen. Eine Besonderheit ist, Sie können nicht sagen, ich rechne auf unter der Bedingung XY, weil die Aufrechnung soll mit Extunkwirkung das Ganze beseitigen. Das heißt, entweder Sie rechnen auf oder nicht, nicht ich rechne auf wenn oder vielleicht. Es muss klar zum Ausdruck kommen, dass Sie aufrechnen. Die Aufrechnung wirkt nur zwischen denjenigen, wo die erklärt wird, das ist aber bei Schuldverhältnissen immer so, und das war's. Nein, dann gibt es noch Aufrechnungsverbote. Sie können im Vertrag vereinbaren, dass Sie nicht aufrechnen dürfen. Das kommt insbesondere in Mietverträgen öfter mal vor. Ansonsten gibt es diese Regelungen. 392 können Sie noch nicht verstehen, weil es da um ZPO-Regelungen geht. Wenn eine Forderung gepfändet ist vom Gericht, dann müssen Sie diese Forderung schützen, dann kann man die auch nicht durch Aufrechnung beseitigen. Wenn also jemand 100 Euro schuldet und jemand bei Gericht ordnet an, dass diese Forderung gepfändet wird, dann darf nicht mehr aufgerechnet werden. 393 BGB ist die einzige der Ausnahmevorschriften, die für Sie klausurrelevant ist. Da steht nämlich drin, Sie brauchen eine vorsätzliche Körperverletzung, Sachbeschädigung oder Ähnliches. Und wenn daraus ein Schadensersatzanspruch entsteht, darf der Schädiger, derjenige, der Böse, nicht aufrechnen. Der muss zahlen. Streitig ist, gilt das auch, wenn beide sich gegenseitig geprügelt haben. Da gibt es Leute, die sagen, dann ist er nicht mehr schutzbedürftig, dann ist die Sache erledigt. 394, habe ich Ihnen gesagt, müssen Sie auch nicht kennen. Da geht es um so Sachen wie Gehaltspfändung, Existenzminimumsschutz, so soziale Sachen. Das machen Sie alles im Zivilprozessrecht, müssen Sie nicht interessieren. Und man sagt, es kann ausnahmsweise aus 242 folgen, dass Sie nicht aufrechnen dürfen. Wenn dadurch irgendwie jemand in die Existenzvernichtung gefahren wird, weil er seine konkreten Schulden nicht zahlen kann, dann müssen Sie erstmal zahlen und dann von ihm Zahlung verlangen. Ja, damit das alles nicht so völlig theoretisch bleibt, habe ich Ihnen diesen tollen Fall mitgebracht. V hat eine Kaufpreisforderung gegen K in Höhe von 10.000 Euro. Aus Ärger darüber, dass K sein gesamtes Vermögen auf seine Frau übertragen hat und V von ihm deshalb keine Zahlung erlangen kann, verprügelt der V den K. Ja? Disch, 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 K.O. K erlangt hierdurch einen Anspruch auf Schadensersatz und ein angemessenes Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 10.000 Euro aus 823.1 BGB. Als V nun erneut Zahlung des Kaufpreises von K verlangt, erklärt K die Aufrechnung. Hat V gegen K noch einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus 433.2? Was sagen Sie dazu? Ein toller Fall. So schwierig ist er jetzt nicht. Ja. Wenn Sie gegen K einen Anspruch auf Zahlung des V-Preises von 10.000 Euro erhalten, bei einer
V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 10.000 Euro Kaufpreis aus 433 Absatz 2 BGB haben. Das setzt voraus, dass zwischen V und K ein wirksamer Kaufvertrag besteht. Haben wir da irgendwelche Bedenken? Nein. Also ist der Anspruch entstanden. Allerdings könnte der Anspruch untergegangen sein, wonach geht so ein Anspruch unter? Ja. 393 steht da was von Untergang. Wo steht, dass der Anspruch untergeht? Wir brauchen eine Norm, die sagt, der Anspruch erlischt. Ja. 389. Wenn Sie da reingucken, dann sehen Sie, da steht ausdrücklich drin, und das ist wichtig, die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderungen, soweit sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind. Ja, was sagen Sie denn? Was brauchen wir denn jetzt für diesen 389? Was setzt der denn voraus? Ja? Ja, zunächst mal brauchen wir eine Aufrechnungserklärung nach 388 BGB. Haben wir hier eine Aufrechnungserklärung? Was sagen Sie dazu? Wer hat hier die Aufrechnung erklärt? Ja? Ja, K hat hier die Aufrechnung erklärt. Aufrechnungserklärung liegt vor. Gut. Haben wir eine Aufrechnungslage? Was heißt Aufrechnungslage nochmal? Gucken wir in 387. Ja. Ja, es müssen gegeneinander gleichartige Leistungen geschuldet werden. Was schuldete denn hier der K dem V? Ja. Ja, also der K schuldet dem V Kaufpreis 10.000 Euro, der V schuldet dem K Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro, das ist beides Geld, das ist gleichartig. Gut, da haben wir Gleichartigkeit und Gegenseitigkeit. Wie sieht das aus mit Fälligkeit und Erfüllbarkeit? Wann ist so ein Kaufpreisanspruch fällig? Wann ist der Anspruch auf Schadensersatz fällig und wann ist der Anspruch auf Kaufpreis erfüllbar? Ja? Ist das so, dass der Schadensersatzanspruch erst durch Feststellungsklage fällig wird? Frage ich Sie mal so. Steht da was im BGB so? Irgendwo wird erst mit Feststellungsklage fällig? So ist es. Es wird beides sofort fällig nach 271. Das heißt, der Schadensanspruch, sobald der Schaden eingetreten ist. Sobald Sie einen Schaden haben, können Sie in der Sekunde Schadensersatz verlangen. Sie können also direkt am Unfallort die Hand aufhalten und sagen, so, Cash nehme ich an. Ist legal, ist nicht verboten. Wird nicht so laufen, weil die halt alle versichert sind, aber theoretisch würde das gehen. Also, das liegt auch vor. Ja, damit haben wir eine Aufrechnungserklärung, eine Aufrechnungslage. Was brauchen wir noch? Das hat die Kollegin eben völlig richtig gesagt. Worauf kommt es jetzt an? Auf welchen Paragraphen? Den haben Sie alle wieder vergessen. Ja, jetzt kommt 393. Der sagt nämlich ein Aufrechnungsverbot. Ja, liegen denn die Voraussetzungen von 393 BGB vor? Ja. Ja.
In der Tat, 393 sagt, der Schläger, der vorsätzlich Schädigende, darf nicht die Aufrechnung erklären. Der Geschlagene darf dagegen problemlos aufrechnen. Frage, die wir uns jetzt auch stellen müssen, müssen wir es vielleicht analog anwenden? Was sagen Sie dazu? Was ist bei Analogie mit dem Wortlaut? Ich frage Sie mal nur so. Wenn Sie es analog anwenden wollten, spielt der Wortlaut dafür eine große Rolle? Mal so allgemein so, wenn Sie eine Analogie machen. Wenn der Wortlaut das zulassen würde, würden Sie eine analoge Anwendung machen? Nochmal. Wenn der Wortlaut es zulassen würde, würden Sie überhaupt eine Analogie machen können? Gibt es die Möglichkeit, wenn der Wortlaut eine Norm A und B erlaubt, zu sagen, für B gilt der analog? Ich frage mal so rein inhaltlich. Nein, nämlich was können Sie dann machen, wenn der Wortlaut A und B erlaubt? Kann man direkt anwenden. Das heißt, eine Analogie kommt nur dann in Betracht, wenn der Wortlaut es gerade nicht zulässt. Das heißt, Sie müssen sich was fragen bei einer analogen Anwendung. Ja? Ja, Sie müssen also prüfen, ist es eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage. Und dazu müssen Sie sich welche Frage stellen? Ja, also der Kollege sagt, wir müssen uns fragen, was der Sinn und Zweck von 393 BGB ist. Und er sagt, der Sinn ist, dass man keine Privatrache nehmen darf, in dem Sinne, wenn ich schon kein Geld kriege, dann möchte ich zumindest Prügel verteilen. Frage, ist dieser Schutzzweck hier berührt, in unserem konkreten Fall? Wenn Sie sich jetzt die Geschichte angucken, was meinen Sie? Ja? Also das soll der K schützen. Ja. Ja. Also die Aussage ist, die Norm soll den K schützen. Wenn der K aufrechnet wird, ist er selber schuld. Also ist hier die Aufrechnung möglich. Die Norm erfasst nur, dass der V nicht aufrechnen kann. Dass der K aufrechnen kann, ist doch schön und gut. Es gibt Leute, die sehen das anders. Können Sie sich vorstellen, warum? Wenn Sie sich diesen Fall mal rein praktisch vorstellen. So, jetzt so aus Ihrer Lebenserfahrung. Sie schulden jemandem Geld, der kommt und verprügelt Sie. Und dann sagen Sie, ach gut so, jetzt rechne ich mal auf. Warum ist das vielleicht ein Problem? Ja, im Grunde ist er ja ohnehin in einer psychischen Zwangslage. Er sagt, komm, mehr Schläge oder rechne mal kurz auf, Junge. Können wir ja erklären hier. Also wenn er schon hier Schädenhöhe von 10.000 Euro angerichtet hat, dann muss er schon ziemlich übel zugerichtet gewesen sein, kann ich Ihnen sagen. Also da erklärt man lieber mal die Aufrechnung, sonst wird es schlimm enden. Ja, also die Frage ist bei der Analogie, ist das planwidrig? Einerseits gibt es Leute, die sagen, gerade in diesen Schadensfällen soll ja der Geschädigte geschützt werden. Er soll erstmal Geld kriegen und wenn er es dann ausgeben hat und nichts mehr zu holen ist, hat er Glück gehabt. Man soll sozusagen die Zwangslage komplett vermeiden. Die anderen sagen, der Gesetzgeber hat das bewusst da reingeschrieben. Damit ist eine Analogie verboten. Das ist also sozusagen nicht nur eine schlechte Formulierung, sondern es ist einfach Absicht, dass der andere aufrechnen können soll. Dafür spricht, dass immerhin der K ja durchaus nicht aufrechnen muss. Er kann ja anfechten, wenn er unter Druck dazu gesetzt wird oder ähnliches. Und insofern ist er nach dem BGB nicht schutzbedürftig. Ja, jetzt kommen Sachen, die Sie nicht so sehr interessieren, nämlich die Hinterlegung.
Die gucken wir uns ganz kurz an. 372 BGB. Da gucken wir einmal rein und gucken dann direkt wieder weg. 372 BGB sagt, wenn Sie jemandem Geld schulden und er das Geld partout nicht annehmen will, dann können Sie zum Amtsgericht gehen und sagen, so, jetzt hinterlege ich das hier und wenn du es haben willst, hol es dir ab, ich bin raus. Das sagt 372. Das dürfen Sie, wenn Sie genau reingucken, machen mit Geld, Bargeld, Euroscheinen, Wertpapieren, sprich Aktien und Hypothekenbriefen, sowas, Urkunden, zum Beispiel Staatsexamensurkunde, oder mit Kostbarkeiten. Kostbarkeiten sind Schmuck, Juwelen, Krügerrandmünzen, blaue Mauritius, Sachen, die klein sind und einen enorm hohen Wert haben. Alle anderen Sachen können Sie nicht hinterlegen. Sie können keine Autos hinterlegen, keine Plasmafernseher, keine, weiß ich nicht, Computer, keine Colaflaschen, ja. Das können Sie auch nicht, weil es bei Gericht keine Kühlräume gibt. Wollen Sie das hinterlegen und dann verschimmeln lassen oder was? Aber kann man das nicht als Kostbarkeit definieren? Nein, das kann man nicht als Kostbarkeit definieren, weil es nicht lagerungsfähig ist. Es ist zwar klein und hat einen hohen Wert, aber es ist nicht lagerfähig. Es muss also auch langfristig haltbar sein. Golddublonen können Sie nehmen, weil die kann man halt nicht kaputt kriegen. Aber es muss das sein, was lange hält. Denn sonst können Sie auch irgendwelche Safranladungen da einlagern oder sonst was. Es gibt ja viele Sachen, die viel wert sind, aber es darf kein Verfallsgut sein. Psst. Außer unserem Fall des Annahmeverzuges gibt es noch zwei andere Varianten, nämlich wenn Sie gar nicht wissen, wer Ihr Gläubiger ist. Das kann passieren, wenn irgendwie abgetreten worden ist und hier und da und irgendwie wissen nicht mehr, wer jetzt wer ist und Sie sagen, ich habe keine Ahnung, haben sich total bemüht herauszufinden, wer es ist und können nicht erfüllen. Und die dritte Variante ist, der Gläubiger hat ein praktisches Hindernis, unbekannt verzogen. Sie haben keine Ahnung, wo der wohnt. Wie sollen Sie was leisten, wenn Sie nicht wissen, wo? Dann dürfen Sie hinterlegen. Und sobald Sie hinterlegt haben und gesagt haben, ich will es nicht mehr zurückhaben, werden Sie so behandelt, als hätten Sie erfüllt. Das steht in 378 BGB. Das ist also genauso wie unser 389 und unser 362 ein Erfüllungsgrund. Das müssen Sie nicht wissen, weil das einfach völlig praktisch irrelevant ist. Das kommt nie vor. Ja? Das ist völlig absurd. Aber es gibt diese Möglichkeit. Jetzt, was machen Sie mit dem Kobe-Rindfleisch? Dafür hat das BGB natürlich auch eine Regelung in 383 BGB. Das Kobe-Rindfleisch können Sie verkaufen und hinterlegen dann das Geld, was Sie dafür bekommen haben. Das heißt, das wird einfach versteigert. Toll. Das hier gucken wir uns noch an. Der Erlass. Das klingt so ein bisschen nach öffentlichem Recht, so Erlass oder irgendwas. Erlass 397 BGB. Wichtig ist das Wort durch Vertrag. Ja, das Wort Vertrag ist das wichtige Wort dabei. Nur weil Sie sagen, ich verzichte auf meine Schulden, hat das in BGB keine Wirkung. Sie können auf Ansprüche nicht verzichten. Das BGB sagt, wenn Sie einen Anspruch loswerden wollen, muss der Schuldner zustimmen. Sie können nicht sagen, du schuldest mir nichts mehr. Dann muss der andere sagen, ja. Sonst war es das. Es müssen beide Parteien übereinstimmend sich einigen. Das ist ganz wichtig. Ansonsten müssen Sie noch kennen die sogenannte Erlassfalle. Das ist ein Fall, den hat nicht nur der BGH gemacht, sondern den haben auch Ihre Kommilitonen gelöst in der Law Clinic. Ein echter Klassiker, könnte man sagen. Und dann sehen Sie mal, wie schwierig sowas läuft. Sie haben einen Urlaub gebucht auf den Malediven für 10.000 Euro, all inclusive. Und es kommt, wie es kommen muss, Lebensmittelvergiftung, Kakerlakenbefall, Fluchüberbuchung.
Kläranlagedefekt, ganz toll. Und Sie kriegen Schadensersatz in Höhe von 4.500 Euro. Jetzt sagt der Reiseveranstalter, oh, das tut uns alles sehr leid, wir schicken Ihnen einen Verrechnungscheck über 150 Euro. Und da gibt es ein Begleitschreiben und auf dem Scheck steht drauf, mit Einlösung des Schecks ist die Angelegenheit für beide Seiten erledigt. Das machen die wirklich so. Sie werden es kaum glauben. Deshalb geht jetzt unser R hin zur Sparkasse und löst seinen Verrechnungscheck über 150 Euro ein. Hat 150 Euro mehr auf dem Konto. Und wir fragen uns, kann R von V, nicht von L, weiterhin Zahlung von 4.350 Euro aus 651 F Absatz 1 BGB verlangen. Unser Obersatz ist einfach, R könnte gegen V einen Anspruch auf Zahlung von 4.950 Euro aus 651 F Absatz 1 BGB haben. Das setzt was voraus, wenn Sie gucken, was ist das wohl für ein Anspruch? Ja, ich weiß, Sie wollen alle unbedingt jetzt schon Feierabend machen, aber gerade jetzt, wo es spannend wird, gerade im besten Moment des Tages hier, noch sind Sie geistig fit. Nicht schwierig. Was brauchen Sie für 651F, wenn Sie das BGB lesen? Was steht da so drin? Ja? Nichterfüllung? Oh, nicht unbedingt Nichterfüllung. Also wir gucken, der Reisende, das heißt, wir brauchen einen Reisevertrag. Haben wir einen Reisevertrag? Ja. Dann brauchen wir weiterhin Schadensersatz wegen Nichterfüllung, es sei denn der Mangel der Reise, das heißt, wir brauchen einen Mangel der Reise. War die Reise hier mangelhaft? Ja. Kriegt er dafür Schadensersatz? Ja, 4.500 Euro. Das heißt, wir haben die Voraussetzung der Antwort entstanden. Aber was könnte mit dem Anspruch passiert sein? Er könnte erfüllt worden sein. Was sagen Sie dazu? Ist es hier ein Fall von Erfüllung? Ja, ist es? Ja, der Anspruch ist nur in Höhe von 150 Euro erfüllt, aber die haben wir hier schon abgezogen, das heißt, die prüfen wir gar nicht. Also die Frage ist, wonach könnten diese 4.350 Euro untergegangen sein? So ist es. Sie können untergegangen sein durch einen Verzicht mit Einlösung des Schecks. Wie nennt das BGB diesen Verzicht? Erlass. Und was setzt ein Erlass voraus? Einen gegenseitigen Vertrag. Und, nicht einen gegenseitigen, einen Vertrag. Und was setzt ein Vertrag voraus? Zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Wer hat hier eine Willenserklärung abgegeben auf jeden Fall? Der V, der Reiseveranstalter, hat eine Willenserklärung abgegeben. Wer müsste auch eine Willenserklärung abgegeben haben? Hat der R eine Willenserklärung abgegeben? Könnte man hier in der Einlösung des Schecks sehen und dann könnte man hier den Zugang der Annahme nach 151 als unnötig deklarieren. Mhm. Der V verzichtet ja ausdrücklich darauf und damit wäre der Vertrag zustande gekommen. Ja, in der Tat, hier V verzichtet auf den Zugang der Annahme. Frage ist nur, können wir das Einlösen des Schecks als eine Annahme des Angebots auf Abschluss eines Erlassvertrages auslegen, nach 133, 157? Das heißt, wir müssen hier gucken, wie ist das auszulegen? Was sagen Sie dazu als alte BGB-AT-Fachleute?
Wie legen Sie sowas aus, wenn jemand so einen Scheck einlöst? Ja, in der Tat, wir müssen nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte auslegen, 157. Ein vernünftiger Mensch würde das hier aber nicht machen. Ein vernünftiger Mensch würde nie einen Deal abschließen, tausche 4.500 Euro gegen 150 Euro. Also meint er damit nicht, ich will darauf verzichten, sondern er meint nur, ich nehme das schon mal als Anzahlung an. Er hat also das Angebot auf Abschluss eines Erlassvertrages nicht angenommen und damit ist hier kein wirksamer Erlassvertrag zustande gekommen. Damit ist der Anspruch auch nicht nach 397 BGB erloschen. Damit besteht der Anspruch in Höhe von 4.350 Euro fort. So, damit sind wir auch mit diesem schwierigen Thema zu Ende. Und wir haben Donnerstag Feiertag, Montag fällt aus. Das heißt, wir sehen uns am Dienstag wieder, aber machen Sie die Hausaufgabe. Vielen Dank.